Die Musik ganz aus. In die Hü Versammelter Trab. Ja, wenn man so im Kreis gelaufen ist, da kann man schon mal verstört Fehler, sein. Fehler, 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 Versammelter Galopp. Fehler, Fehler, Rico. Fehler. Entschuldigung. Ich weiß, dass du gerade bei der Pirouette, ja. Einfach ein Pferd, das sich im Kreis dreht, ist klar. Pirouette bist, aber... Jetzt kritisier doch mein Reizziel nicht so, ja? Ich gebe mir alle Mühe. Also für das nächste Mal habe ich einen anderen Vorschlag. Hm? Das besser regeln können. Ja, ich weiß, Bildschirmübertragung. Mhm. Das Problem daran ist nur, dann wird ja mein Upload noch geringer. Vom Stream. Wollte halt. Aber kein Problem normalerweise sein. Ja. So, der versammelte Galopp. Der versammelte Galopp. Kommen da noch andere Pferde dazu und machen eine Generalversammlung? Wir gehen über in den mittleren Trab und danach in den versammelten Trab. Was für wie viel Scheiße machen die da eigentlich eine Versammlung? Ist ja fast schon wie im Büro. So, Passage. So, ich hoffe jetzt mal nebenbei, dass man nicht meinen Fernseher im Hintergrund noch hört, weil da geht's jetzt gerade voll zur Sache. Da macht gerade Sylvester Stallone mit der ganzen Polizei hier komplett Ratzeputz kaputt. Okay. Am Rande, ich schau mir Rambo an. Ah, blaues Licht? Was? Es leuchtet blau. Nee, das ist Rambo 3. Ach so. Naja, was weiß ich, welchen Teil du guckst. Ich hab doch gesagt Rambo, sonst hätte ich ja gesagt Rambo 2 so. Oder Rambo 3. Achso, ja, den ersten, okay, alles klar. Ist okay. So. Aber ich merke gerade, Rambo Figur ist aus. Weil den Stream, glaube ich, gebe ich auf zum Zugucken, weil ich sehe ihn so dermaßen versetzt, dass es irgendwie zu blöd ist, wenn ich da jetzt mitrede. Ja, deswegen könntet ihr eigentlich über andere Sachen reden. Weil ich habe jetzt den mittleren Galopp. Den hat Cat vorhin sehr, sehr gut gemacht. Ich kann das nur bestätigen. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, müsst ihr zurückspulen. Der ist echt Hammer. Überhaupt auch der versammelte Trab, den hat sie gut gemacht. Und ich merke gerade, dass ich gerade den Chatraum irgendwie verlassen habe, warum auch immer. Also anscheinend stimmt doch, entweder stimmt was mit Twitch nicht oder mit dem Internet, eins von beiden. Ach, mit Twitch stimmt nie was. Ja, stimmt auch wieder. So, also Sepp, über was können wir diskutieren? Über Gott und die Welt, über den Krampus und den Niccolo. Also, hast du schon deine Wunschliste geschrieben? Genau, lasst uns über Weihnachten reden. Das wäre doch mal was. Sepp? Ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Hast du schon deine Wunschliste geschrieben? Ja. Was? Verstört, ja, ein bisschen. Wunschliste, nö. Hast du keine Wünsche mehr? Also, ich hab schon meine Wunschliste geschrieben, die liegt auch noch auf dem Fensterbrett, aber kein Arsch holt sie ab. Hm. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich so ein böser Junge dieses Jahr war. Ich könnte Geschichten erzählen, ich war so böse. Ich habe Zombies geschnetzelt, ich habe Leute getötet, ich habe Tiere umgebracht. Rico. Was? Ich rede von meinen Let's Plays. Ja, ich weiß. Nicht beim Riding Star. Stimmt eigentlich, Pferde habe ich nicht getötet. Dann gab's keine Salami. Doch, ich habe Pferde getötet und zwar bei Assassin's Creed 3.
heute nur ein Pferd in Two Worlds geklaut. Ich habe ziemlich viel getötet dieses Jahr. Na gut, dann über. Kling, kling, klingelingeling, kling, kling, kling. Nein, hör auf. Mach doch auf. Mach doch auf die Hose. Nicht dann singen. Geht's rund in durch. Da will man mal ein Spiel ernst nehmen, auch wenn es sonst von der Gaming-Community nicht ernst genommen wird. Okay, dann wollen wir ein bisschen ernster sein. Wir haben hier ein Pferd auf einer Fläche, was hin und her geht und läuft und trabt und schreit und was weiß ich, was noch alles tut. Auf jeden Fall macht es das sehr, sehr gut in einer ziemlich braun übersichtlichen Fläche, umringt von etwas Gras und ein paar Zuschauern, die was Alter, sich nicht bewegen. Ich glaube, da hat sich ein Zuschauer zu Wort gemeldet. Ich glaube, der hat sich jetzt mal gemeldet, weil das ihm zu viel Aufregung war. Deswegen hat er sich jetzt einen Hotdog geholt und ein Leberkäs-Semmelde. So. Oh mein Gott. Lass uns wieder auf das Weihnachtsbrötchen. Das passt nämlich auf einer Pferderennbahn. Lass uns wieder auf das Weihnachtsthema zurückkommen. Rico, was wünschst du dir zu Weihnachten? Miley Cyrus in einem Koffer. In was? In einem Koffer. Und zwar so wie in der MTV-Werbung für die MTV Movie Awards. Weil da hätte ich gleich ein paar Vorteile auf einmal. Erstens, ich könnte. Ich könnte recht günstig meine Wohnung renovieren, weil die weiß, wie man mit einem Vorschlaghammer umgeht. Dann hat die natürlich auch ein bisschen Kohle durch ihre Videos. Also, bin ich auch abgesichert. Und eventuell hat auch noch eine Abrissbirne für meinen besten Nachbarn. Aber hey, weiß du schon. Aber dann wäre ich schon glücklich. Okay, merke ich mir. Ich guck mal, was ich machen lässt. Mhm. Oh. Hilfe. Und, also, nur mal so am Rande. Falls sich jetzt irgendwer was Schmutziges dabei gedacht hat. Nee, es ging mir nur ums Umbauen. Die schmutzigen Gedanken, die hattet ihr. Herrlich. Auch wenn ich gerade ganz verträumt gegen das Racket-Video gerade in meinem innerlichen Auge vor mir vorbeiziehen sehe. I can really wreck it more. Was wünscht sich denn der Sepp zu Weihnachten? Da schwingt was hin und her. Mal überlegen. Schwing links, schwing rechts. Meine Damen und Herren, vielleicht. Meine gescheite gute Freundin, die mich halt dann dort irgendwie blöd anmacht. Ey, es kommt jetzt so rüber, als ob ich das wäre. Das ja, du bist es nicht. Irgendwie habe ich voll den Upload-Hänger, glaube ich, gerade. Jupp. Super. Obwohl, jetzt läuft es wieder. Jetzt aber gerade im, naja, es war ja eh nur das Intro zum Turnier. Ach, so weit bin ich noch gerade. Ich bin beim mittleren Trab. Oh, toll. Ja, wir müssen unbedingt ein LAN-Kabel legen. Danach kommt der versammelte Galopp. Nicht anhalten. Los, weiter. Eieiei. Naja, Weihnachten ist bald. Was haltet ihr eigentlich von dieser Weihnachtsshow?
Seid ihr weihnachtlich so auf der Höhe oder eher weniger? Eher weniger, aber es gibt immer gut Essen. Das muss man echt sagen. Zu Weihnachten darf ich immer kochen, also. Das Essen meiner Mutter ist echt zum Instagram. Ich würde uns ja einiges an Weihnachten erwarten. Also dieses Weihnachten gibt's entweder Fondue oder eine Gans. Fondue oder eine Gans. Ansonsten macht sie immer sehr viel Arbeit mit. Letztes Mal hatten wir 3 verschiedene Suppen. Und dazu halt noch eine Hauptspeise natürlich und noch einen Nachtisch und ich glaube sogar noch einen Nachtisch, weil meine Mutter von was hängt das ab? Von was hängt das ab? Eine Fondue oder eine Gans? Das sind ja doch 2 komplett unterschiedliche Arbeitsvorgänge. Ja, eigentlich will sie eine Gans machen, weil sie da mehr Bock drauf hat, aber es ist mehr Arbeit für sie. Natürlich, wohl eigentlich auch wiederum nicht. Und auch Fondue eine Gans? Eine Gans fühlt man einmal, dann haut man sie erstmal für 3 Stunden in den Ofen und die Sache hat sich. Ja, aber weißt du, Fondue hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Und es wäre weniger Arbeit für sie. Was für ein Fondue? Ui. Zayo ist gar nicht so angetan davon, dass wir bei meinen Eltern dann essen gehen. Was für ein Fondue? Ein Käsefondue? Fleischfondue, ein Fleischfondue, ein Schokofondue, ein Fleischfondue mit Schoko. Mit Elektro oder mit Brenner? Was weiß ich gerade gar nicht, was meine Mutter da so an Utensilien daheim hat. Ich weiß nur, dass ich dann immer anfange, wenn die alle ihre Gulaschstückchen nehmen und da reinhalten, ich irgendwann angefangen habe, mir mein Bacon im Fondue zu braten. Ich habe meistens immer das Glück gehabt bei Fondues, dass mir immer mein Fleisch geklaut wird. Liegt aber auch daran, dass ich nie auf mein Fleisch gucke. Tja. Aber das muss man echt mal ausprobieren. Also so ein Schinken im Fondue. Schinken im Fondue? Ja. Ich weiß gar nicht, warum der damals überhaupt auf dem Tisch lag. Ich glaube, der war wegen Melone und Schinken, weißt du so. Und dann habe ich den geschnappt und ins Fondue reingetan. Weil mir das Gulaschfleisch zu faserig war. Ich wurde komisch angeguckt dafür. Gulaschfleisch, wer nimmt ein Gulaschfleisch zum Fondue? Ja. Da nimmt man schöne Filetsteaks. Du vielleicht. Wer was von sich hält, das. Ja. Jetzt habe ich das gezeigt. Machst du eigentlich schon wieder was anderes? Oder ist das dasselbe? Oder habe ich so einen extremen Stil? Das ist jetzt das dritte Tresor. Also, das ist der dritte Teil des Tresor-Turniers. Also, wir sind gleich durch. Und machen dann was Actiongeladenes. Also, ohne Scheiß, das Let's Play hat echt Vorteile. Selbst wenn man einpennt, kriegt man irgendwie alles mit. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist eigentlich ein recht simples Spiel und Ui, jetzt haben wir wieder bei der Pirouette. Es gibt auch nicht so viele Vorlagen für Wortwitze im angemessenen Bereich. Im unangemessenen Bereich gibt es genügend Vorlagen, ich weiß, ja. Aber also wenn das Pferd eine Scheiße baut, dann kommt es einfach zum Fleischer. Das ist die beste Motivation ever, ne? Genau. So, und ja. Aber trotzdem haben sich sehr viele davon ein Let's Play gewünscht. Sehr, 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 sehr viele. So, und diese Leute sollen sich jetzt bei den Kommentaren einmal melden. Tja. Was hat euch inspiriert, dass Cat dieses Let's Play macht? Ich habe neue Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet. Ja, ich möchte zum Hof zurückkehren und ich möchte speichern, bevor mir das Spiel wieder abscheißt. Ich habe irgendwie. Vielleicht haben sie sich beim Metzger gedacht, hey, Pferdefleisch, hey, da könnte man ein geiles Let's Play draus machen. Ich will mir gerade sicher gehen, dass ich auch wirklich den ersten Platz belegt habe. Ich bin nicht schon wieder schmutzig. Was ist das denn? Shit! Oh. Ich bin aus dem Spiel raus.